Und damit gehen wir auch schon rein in die Pick und Ban. Wir haben gesehen, Coaches und Analysts haben die Kabinen betreten und es kann losgehen. Der gute Trundle soll hier überhaupt nicht offen gelassen werden. Man muss sagen, Trundle ist direkt gegen die ROX Tigers, ehemals Q Tigers, ein sehr, sehr guter Ban. Die haben nämlich in den letzten drei Games damit geglänzt, dass sie Trundle als First Pick, beziehungsweise in den letzten zwei von drei Games war es, glaube ich, als First Pick geflext haben und ihn im Endeffekt immer auf die Top-Lane setzen konnten gegen einen Tank, was sich natürlich sehr, sehr schön macht. Also hier sofort der Ban direkt gegen die ROX Tigers gedacht. Ich bin gespannt, ob wir die Jungle-Band sehen werden. Wir haben gestern in EU, glaube ich, auf die harte Art und Weise nochmal lernen müssen, warum man entweder keinen von Nidalee und Kindred band oder beide band, damit nicht einer einen von diesen sehr, sehr dominierenden Champions im Jungle bekommt. Also hier auf jeden Fall Kindred band absoluter Muss noch von den ROX Tigers, ansonsten wird Kindred sofort First Pick werden. Asia noch offen, allerdings Asia mittlerweile auch contested. Victor, der eine sehr, sehr hohe Priorität genießt. Da kommt der Kindred-Ban, vollkommen richtig. ADC, haben wir alles offen. Lucian, Sivir. Wobei, ich muss sagen, Sivir hat ja so ein bisschen wenig Aufmerksamkeit bisher genossen. Also wenn ich mich so an die LCK-Games erinnere, hat mir in diesem Split, glaube ich, eine Sivir bisher erst. Und ich muss sagen, ich finde sie bisher ein bisschen underrated. Sivir immer noch brutal stark und bietet sehr, sehr viele Kompositionsmöglichkeiten, die du dort integrieren kannst. Bist natürlich gezwungen, meistens das Sivir in den Lane-Swap zu stellen, weil die ersten zwei, drei Level von ihr nicht so stark sind und du möchtest ein bisschen Zeit haben. Dennoch finde ich, sie wird momentan ein bisschen sehr missachtet. Lucian natürlich absolute Priorität bei den ADCs immer noch. Und alles, was danach kommt, ist auch in der LCK da ein bisschen ausgeglichen. Wir haben Twitches gesehen, wir haben Ashes mittlerweile schon mehrere gesehen. Dann gehen, dass wir sich überhaupt nicht sehen. Ich frage mich gerade, ob der Coach irgendeinen geilen Witz erzählt hat. Ne? Die lachen sich ja da gerade alle zu Tode. Guckt euch das an. Oder ob er gesagt hat, hey, pick doch einfach Ashes, mir egal. Und er sagt, oh, na klar, das mache ich. Oh. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Auf jeden Fall Tigers hier sehr, sehr riskant mit der Ash, finde ich, so früh diesen Pick zu zeigen. Ich habe ihn noch angesprochen, Ash wird natürlich nicht zum ersten Mal gepickt. Bietet auch eine gute Möglichkeit, gerade gegen immobile Laner und auch gerade gegen Midlaner musst du mal ein bisschen aufpassen. Der Arrow ist eine sehr, sehr gute Mechanik. Wir haben aber noch viel offen. Und zum Beispiel so eine Möglichkeit, dort auch einen Tahm Kench auf die Botlane als Supporten zu setzen, bietet dir gegen Single-Target-Fokussierung und Engage gute Möglichkeiten, dich davon zu entziehen. Wir haben zum Beispiel vor zwei oder drei Tagen war das auch einen Tahm Kench auf der Botlane gesehen, gegen diese Bart Ashlane war das, glaube ich, der halt selber sehr, sehr schnell in QSS gerusht hat, da du natürlich selber nicht gestunt werden möchtest. Stimmt, das war auch, glaube ich, noch mit Amumu im Jungle. Und Tahm Kench ist halt super unehrenhaft, was sowas angeht. Würde gegen die Ash natürlich super reinpassen. Man muss natürlich auch ein bisschen gucken, was kommen noch für Picks. Man kann sich von Anfang an sagen, dass das so funktioniert. Und ich habe den Amumu gerade kurz angesprochen. Es wäre interessant, wenn Peanut ihn wirklich wieder nehmen würde. Aber ich glaube noch nicht so ganz. GZ Picks funktionieren meistens so ein, zwei Mal und danach wird die Effizienz sehr, sehr abfallen, wenn man sich einfach darauf eingestellt hat. Der Amumu hat überraschend gut funktioniert, muss ich sagen. Beim letzten Mal, die Early-Präsenz war gegeben. Er war gleich Level 2, Level 3 war er unterwegs, ist sofort ganken gegangen, konnte zwei Kills rausziehen, hatte einen sehr, sehr schnellen Level 3, Level 6 Rush. Und hat sich da auf jeden Fall bewährt. Er hat auch seinen MVP quasi bekommen mit Amumu. Dennoch, Amumu finde ich mal ein sehr, sehr riskanter Pick. Lies musst du auch aufpassen, denn im Jungle ist er wirklich im 1v1 sehr hinterher. Ich denke, Graves ist da wirklich wesentlich besser geeignet. Richtige Entscheidung. Gute Ash, Braum Lane. Braum bietet dir natürlich eine Menge Sicherheit auf der Lane. Du hast aber immer noch das Problem, dass Ash ein sehr, sehr immobiler Champion ist. Also hier zum Beispiel Bart, der sowas sehr gefährlich werden kann. Tahm Kench, der sehr, sehr viel Schutz bietet gegen die Teamkomposition bisher in den ROX Tigers. Die allerdings lassen sich die Midlane sehr, sehr lange offen, wollen noch nicht zu viel verraten. Bin gespannt, wie das da aussehen wird. Wir sind noch immer auf Patch 6.10 unterwegs. Der gute Tank Echo ist noch mal real. Echo wurde ja mit 6.11 wieder ein bisschen in die Richtung verändert. Dass er quasi auf Full AP, so eine Art AP-Assassin gespielt werden soll. Zumindest das ist der Gedankengang von Riot. Seine Base-Schadenswerte wurden wieder runtergesetzt. Dafür die Scalings erhöht und das sagt dir halt, alles klar, du kannst nicht einfach Tank spielen, weil dann besitzt du gar keinen Schaden, sondern du musst einfach gezwungen sein, AP zu bauen, um effektiv zu sein. Und hier ist er, Taric und Renekton. Renekton ist wirklich ein Pick, den habe ich Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Das Matchup ist, glaube ich, relativ schwierig einzuschätzen. Ich meine, im Endeffekt hat Renekton sehr, sehr viel Sustain gegen Echo und Echo auf der anderen Seite hat sehr, sehr viel prozentualen Schaden. Lange schwierig, aber Taric ein sehr, sehr selten gesehener Pick. Und ich freue mich, dass wir ihn sehen, denn auch er ist noch immer sehr stark. Und gerade Champions mit Dashes machen sich sehr, sehr gut. Denn Taric verbindet sich quasi mit diesen Champions und lässt den Stun durch diese Champions quasi sehr, sehr weit in die Backline der Gegner reingehen für den zusätzlichen Stun.
Also da bin ich gespannt. Taric für mich immer noch ein sehr, sehr starker Support. Sollte man nicht unterschätzen. Renekton kann ich gerade schwierig einschätzen, wie er sich etablieren wird. Ich denke, rein von der Theorie her, wird er ein bisschen Probleme gegen Ekkobuk haben, der halt sehr tanky aufgestellt ist und vor allen Dingen diesen prozentualen Schaden hat. Auch Ekko noch nicht genervt. Er kriegt ja auf 6.11 quasi seinen Passive-Nerf erst, dass die Passive dann nicht mehr 3 Sekunden Cooldown auf dem Gegner hat, sondern 5 Sekunden. Der prozentuale Schaden, wenn du quasi deine 3 Ringe durchbekommst. Tiger ist hier sehr, sehr catch-lastig ausgelegt, muss man einfach so sagen. Mit dem Ash Arrow Engage plus einem Assassin in der Mitte. Allerdings eine Assassin-Lane gegen Azir relativ gut aufgestellt. Also Kuru ist auf jeden Fall mit einem guten Pick am Start. LeBlanc hat ja mittlerweile auch so ein bisschen an Beachtung verloren. Der LCK ist, glaube ich, sogar der erste oder der zweite LeBlanc-Pick, den wir sehen. Bin mir nicht ganz sicher. Aber sie da wirklich sehr, sehr weit aus der Mitte rausgefallen, obwohl sie immer noch gut ist. Also an LeBlanc hat sich ja nicht großartig was verändert. Natürlich mit 6.10, die neuen Items haben mir nicht geholfen und die Itemänderung. Allerdings einem Azir hat das auch nicht so viel geholfen. Da nicht viel zur Sache. Also LeBlanc sollte hier immer noch ein relativ gutes Matchup in der Theorie haben. Nehmen wir es nochmal. Hier ist die Eva jetzt aufgestellt mit Renekton, Elise, Azir in der Mitte. Der gute Loken geht mit Taric auf die Botlane als Lucian. Auf der anderen Seite haben wir die Rocks Tigers mit dem guten Ekko, Graves, LeBlanc in der Mitte und Ash Brom auf der Botlane. Schwierig zu prognostizieren. Für mich ist das Team von Rocks Tigers über Kuru natürlich ein bisschen riskanter aufgestellt. Auf der anderen Seite musst du sagen, Midlane skaliert vielleicht nicht ganz so gut bei den Rocks Tigers, aber Renekton und Elise haben auch ihre Grenzen. Damit herzlich willkommen an alle, die gerade erst reingeschaltet haben. Wir befinden uns jetzt im ersten Match des mittlerweile 5. Spieltages in der 2. Woche von der LCK. Haben das Match jetzt zwischen den Rocks Tigers und ESC Ever. Ein sehr, sehr ausgeglichenes Match, wenn man sich die letzten, wenn man sich so den Werdegang betrachtet. Rocks Tigers natürlich, wenn man den letzten Split betrachtet, eigentlich als Favorit geahndet. Aber ESC hat da sehr, sehr gut reingefunden und vor allen Dingen hat ESC in den Promotion Matches richtig, richtig wegrasiert. Da war ich selber ein bisschen beeindruckt. Auch die EDL Extreme Masters, da haben sie ja quasi schon als Challenger Series Team teilgenommen und haben sehr, sehr gut performt. Bin gespannt, wie sich denn heute gegen doch einen etwas stärkeren Gegner und Kontrahenten behaupten können. Denn Rocks Tigers und SKT sind ja eigentlich so diese ewigen Rivalen und Kontrahenten in der LCK. Ich habe auch das Gefühl, alle Matches, an die ich mich erinnern kann, wo SKT gegen die Tigers angetreten ist, sind irgendwie 3-1 ausgegangen. Ich versuche mich gerade an irgendein Match zu erinnern, wo es nicht so war, aber die letzten 4 aufeinandertreffen, ob es jetzt in den Worlds war, ob es jetzt in den Playoffs war, sind wirklich alle 3-1 für SKT ausgegangen. Vielleicht gibt es sowas wie Glück gar nicht. Vielleicht ist es alles vom Schicksal angehaucht worden. Hier jetzt auf jeden Fall ein Lane-Swap, der eingeführt wurde von den Rocks Tigers. Die wollen der Ash natürlich möglichst gut von der Lane weghalten. Lucian ist halt ein Early-Game-Monster und der Level 2 Power-Spike mit Taric zusammen ist gegeben. Ihr müsst euch das so vorstellen. Du hast quasi Lucian, der einen Dash zur Verfügung hat ab Level 2. Der hat 2 Spells, mit denen er jeweils ein Auto resetten kann und die Passive ausnutzen kann. Was für den Gegner sehr, sehr ekelhaft werden kann. Und du dashst einfach bloß auf eine Ash rauf. Taric aktiviert quasi sein W zusammen mit dem E, um quasi dich als Stunbot zu benutzen. Und das kann auf Level 2 schon sehr unangenehm werden. Also hier der Lane Swap. Die Rocks Tigers ist auf jeden Fall von Vorteil. Ja, Kuru muss da die ersten 2 Level ein bisschen was entgegennehmen. Geblieben wird. Ab Level 6 einen guten Power Spike gegen Azir bekommen. Das erste Level kann sie halt nicht so schnell pushen wie in Azir. Und auf dem zweiten Level ist sie halt dadurch nicht so schnell. In Azir hat man die Möglichkeit, die Lane schneller reinzudrücken. Also hier ist man als LeBlanc Pre-6 zumindest ein bisschen hinterher, das ist ganz normal. Was die Early Domination gegen Azir angeht, gibt es kaum einen Champion, der dort mithalten kann. In den ersten 2-3 Leveln. Kuru allerdings dafür mit den wesentlich besseren, ja, ich sag mal, Mid-Game 1v1-Qualitäten. Also da kann er sich dann herausstechend beweisen. LeBlanc natürlich auch so ein Champion, der so ein bisschen Risiko mit ins Game bringt. Aber hier ist es meistens so, entweder sie funktioniert richtig, richtig gut. Oder wenn sie nicht an die Kills kommt und so gar zurückfällt auf der Lane, hat sie sehr, sehr viele Probleme, sich in ein Match reinzufinden. Denn das Problem, was du hast mit LeBlanc, wenn du erstmal zurückliegst, hast du keinen Wave Clear mit ihr zur Stelle. Und das ist eine sehr, sehr unangenehme Situation. Und wir sehen auch die Mechanik. Selbst wenn du mit QW quasi auf den Azir im Early Engage, der stellt einen Sandsoldaten auf. Direkt, wenn du in ihn reinspringst, gibt den ersten Auto-Tag, setzt dich zurück, der Q kommt hinterher und er gibt dir noch einen zweiten Auto-Tag.
plus den Q kannst du natürlich auch den Thunderlord sofort auslösen. Und damit kannst du als Lebron gar nicht traden. Oh Gott, der Tarek, der wird natürlich gehypt hier. Es ist ein Glück, nicht der pinke Tarek-Skin. Also die pinken Küchelschuhe haben wir hier nicht am Start. Ich glaube, der Moderator hat ja auch so gerade ein kleines Witzchen über den Tarek gemacht. Er hört einfach durch die Gegend stolziert. Ich finde es aber gut, der Tarek ist ja auch wenig gesehen. Aber sehr, sehr wertvoll. Das Remake hat da seinen Anklang gefunden. In den EU war es in Scrims sogar so, dass Tarek teilweise richtig gespammt wurde eine Zeit lang. Und da sehr, sehr starke Dominanz von ihm. Der Drache, der jetzt bedingt durch den Laneswap auch an das gute ESC gehen soll, wird wahrscheinlich auch so kommen. Ist natürlich im Endeffekt bloß ein Cloud Drake, wie ich gesehen habe. Nein, hat nichts gesagt, ist ein Mountain Drake. Ich hatte gerade noch so eine blaue Erinnerung an das blaue Cover von der Crab. Es ist der Mountain Drake, der jetzt hier an die Ziel geht. Das ist natürlich so ein kleiner Faktor, der sich jetzt noch nicht auszahlt, aber der dir auch dabei helfen kann, die nächsten Drachen zum Beispiel schnell zu bekommen. Und wir haben da jetzt die K auch gesehen, dass in den letzten, ich sag mal, 10 bis 12 Games locker mal 5 bis 6 Nashers schnell und sneaky gemacht wurden. Und daran geht natürlich der Mountain Drake an sehr, sehr viel Relevanz gewonnen. Für die LCK, also hier, sag's auf jeden Fall nicht dein, Nakuru. Die Kette kam ein bisschen spät. Das war der Tilt. Erste Minion verpasst, zweite Minion verpasst, dann musste die Kette einfach irgendwo in die Luft fliegen. Nein, natürlich nicht. Der gute Tamed hat sich jetzt erstmal zurückgezogen, hat sich da quasi den Dagger und den zweiten Dorans gegönnt. Mehr Attack Speed, damit natürlich auch mehr Wave Clear für den Lane. Vor allen Dingen mit ein bisschen mehr Mana-Sustain. Denn so ein zweiter Dorans kann dir gut helfen. Die passive Fähigkeit von einem Dorans-Ring, dass du quasi Mana für jeden Last-Hit bekommst, ist nicht einzigartig. Das heißt, ihr könnt das durchaus stacken. Dann gehen natürlich sehr, sehr gut Vorteile mana-technisch auf der Lane und der Botschaft, wenn ihr früh in der Lage seid, einmal an so ein Item ranzukommen. Blockiert natürlich einen Slot für euch im Inventar, was nicht ganz so schön ist. Dennoch ist das Early Advantage, das Mid-Game, um einiges leichter. Und das wird natürlich schwieriger werden, für Tempt Level 6 und King zu halten. Dann geht natürlich so ein Dorans, der auch ein bisschen maximales Leben beinhaltet. Gegen den Blanc, eine schöne Variante. Na, Crazy versucht er auch mit allen Mitteln zu last-hitten. Hat er aber doch den einen oder anderen CS verpasst. Ist auch ein bisschen hinterher. Also Ecke hier mit 25 CS gegen 12 CS bisher aufgestellt. Und die beiden werden sich jetzt treffen. Natürlich das Matchup. Habe ich schon von vornherein gesagt. Ich denke, es wird eher ein bisschen Echo-lastiger sein, was die Damage Trades angeht. Im Early kann Renekton vielleicht noch gegenhalten. Weil es auch da schwierig für ihn werden wird, weil er halt den Sustain hat. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie viel Druck Smap dort auf ihn ausüben kann. Wenn er halt kontinuierlich Druck ausüben kann, dass du nicht immer mal mit Renekton in die Minions quasi reinlaufen kannst, um deinen Q zu aktivieren und dort möglichst viel Leben wieder zu bekommen. Wenn du davon abhalten kannst, dann wird die Lane eher zugunsten von Smap ausgehen und muss bedenken, der gute Crazy hat keinen Turm mehr aufgrund dieses Lane-Swaps. Das war jetzt die Zwei-Turm-Variante, die wir gesehen haben. Das heißt, man hat quasi den Drachen und die ersten beiden Türme genommen und ist dann direkt in die 2v2, bzw. in die Normalsituation zurückgekehrt, was immer Vor- und Nachteile birgt für die eine oder andere Lane. Die Botlane jetzt natürlich bei den Rocks ohne, ja, jedwegen Schutz, falls sie mal fliehen müssen, wird aufgestellt. Auf der anderen Seite haben wir Crazy, das hatte ich eben schon gesagt, der auch unter dem Turm dasteht. Also gankanfällig natürlich. Vorsicht ist geboten. Wir werden sehen, wie beiden Jungler da in der Situation agieren. Oh Gott. Beanut will da seine ultimative Fähigkeit einmal benutzen, um nochmal den Backport abzubrechen von Tempt. Kommt allerdings nicht in Reichweite. Ich weiß nicht mal, ob es das unbedingt wert gewesen wäre, mit der ultimativen Fähigkeit nur um den Backport abzubrechen. Klar, dass er gehört, das gewinnt. Das hätte halt durchaus eine ganze Wave sein können, die er dort für Kuru gewinnt und für Tempt kosten kann. Weil Kuru kommt schnell auf die Lane und kann halt quasi mit seiner W- und Ulti-Mechanik sofort eine ganze Wave nehmen. Aber dadurch, dass das Ultimate halt nicht mehr ankam, ist das ganz eh irrelevant. Naja, aber manchmal steht er auf Feuerwerk und der will dann einfach mal so einen Explosionskörper irgendwo sehen. Der gute Graves. Wissen wir alle mal, wie seine ultimative Fähigkeit aussieht. Crazy kann sich jetzt erlauben, wirklich bis zur Mitte zu gehen, denn er weiß genau, dass er Bless dahinter hat. Der ist momentan aber auch ein bisschen hinterher. Also Peanut ist da im Jungle etwas schneller unterwegs. War, muss man aber auch sagen, einmal weniger bisher zurück und jetzt Map in Gefahr. Der Cocoon hat allerdings nicht getroffen und da kann er ohne Probleme noch rausflashen. Bless geht da nochmal ins Hotel rein. War, glaube ich, nicht ganz so geplant. Im Endeffekt jetzt der gute
Map ohne sein Flash auf der Top-Lane. Echo aber auch ein Champion, der nicht so Flash-relevant ist. Und spätestens, wenn er so sein nächstes Item komplett voll hat, wenn er Sunfire Iceborne fertig hat, dann ist er sowieso erstmal Schicht im Schacht. Dann ist er so tanky und so mobil, dass du halt kaum noch Killpotenzial hast. Oh, Temp war kurzerhand an die Leine genommen. Der Schaden allerdings nur alleine von der Kette von LeBlanc. Nicht so ausschlaggebend. Du brauchst halt meistens Siegel noch dazu. Peanut, Gorilla sind beide da auf einer Seite. Q und Blaze auch. Also die Supports sind beide zur Stelle. Den Red Buff möchte man natürlich nicht abgeben. Das ist immer unangenehm, dass du von deinem eigenen Jungle irgendwas abgeben musst, was du nicht abgeben möchtest. Und Pina bisher halt, wie gesagt, auch mit dem Lead aufgestellt. Mittlerweile jetzt schon 20 CS. Und 20 CS sind im Jungle eine ganz schöne Marke. Also nur nach 9 Minuten fast doppelt so viel Farm zu haben wie dein Kontrahent ist ziemlich, ziemlich gut. Dazu muss man sagen, Graves ist basemäßig auch sehr, sehr schnell im Jungle unterwegs. Bei Elise ist es so, sie braucht meistens wirklich ihr Runic im Jungle, damit sie gut und schnell aufgestellt ist. Damit sie halt quasi diesen extra Pop noch hat, der AOE die Minions gut beschädigen kann. Da wird der Clear Speed von ihr auch ziemlich gut, aber im Early ist sie da ein bisschen hinterher. Gegen Graves, der natürlich AOE schon mit seinen Spells ja quasi gut aufgestellt ist. Mit seinem Auto-Hits ja auch schon. Der hat da sehr, sehr guten Clear Speed. Sehr ruhig. Erinnert mich ein bisschen an vorgestern, wo wir halt Games hatten, wo 50 Minuten gar nichts passiert ist. Da sind halt vielleicht in 50 Minuten 6 Kills gefallen und danach kam ein Teamfight und das ganze Ding war trotzdem entschieden. Ganz anders waren die Spiele, die wir gestern gesehen haben, die sehr aggressiv gespielt wurden und vor allem die auch schon sehr schnell gespielt wurden. SKG hat sich ja nichts nehmen lassen, dass quasi 15 Minuten nichts passiert, 20 Minuten sind vielleicht 2 Kills gefallen und dann kam prägnante Entscheidung, hier der zweite Mountain Drake aus spawned. Ein zweiter Mountain Drake natürlich für ESC eine Sache, die sich sehr, sehr lukrativ anbieten würde. Denn 20% extra Schaden gegen Türme und gegen epische Monster zu haben, ist ziemlich gut. Brauchen wir nicht überdiskutieren. Infernale Drache, ja, das, was immer noch so ein bisschen am ekelhaftesten ist, wenn du den abgeben musst. Aber hier kommt wirklich gleich die Fokussierung. Crazy mit dem TP versucht gleich über die Wall zu gehen. Prey ist halt immobil, aber Slice und Dice ist gerade raus und er wird einfach gestunt. Da keine Chance für ihn, irgendwie ranzukommen. Elektron ja auch mit relativ hohen Cooldowns auf sein E wirklich belastet. Der Arrow gerade nicht mehr gegeben, also eine wichtige Eigenschaft, die gerade den Rocks Tigers fehlt, um gegen diesen Drachen zu kämpfen. Aber sie wollen es trotzdem, also dieser Drache soll nicht umsonst abgegeben werden. Teleport und unterwegs, Map steht da, hat sofort Crazy gefunden. Will ihn rauszonen, die beiden Tanks da im Duell. Der Drache geht langsam low und im Endeffekt ist die nächste, die ihn bekommt. Jetzt T-Fight, Blast ist super, super low, Champ muss ich auch zusehen, dass er rausgehen kann und geht nochmal in das Pit rein. Also hier außen vorbei für ihn. Jetzt möchte ich aber nochmal sehen, warum bitteschön ist er denn da nochmal reingegangen? War das ein E, den er gerade benutzt hat? Mein lieber Tempt. Da möchte ich aber nochmal sehen, was passiert ist. Weil die Gegner haben keine Möglichkeit, ihn da irgendwie ins Pit reinzuziehen. Und er ist quasi nochmal komplett reingeslidet. Key hier sofort rausgenommen. Hat halt keine Chance, weil er zu lange den Drachen mittanken musste. Blaze kann halt rausflashen als Tempt. Ja, der ist einfach mal mit E reingegangen und dann hat den Q danach wieder rausgesetzt. GG, Tempt. Das hast du wunderbar gemacht. Ich habe nämlich gerade überlegt, so, wie kommt der da ins Pit rein? GG. Das sind natürlich Asien-Mechanics, wie du sie nicht benutzen möchtest. Erst den Q, meine Freunde, wenn die Soldaten da hinten stehen. Und dann den E, damit du nicht wieder zurück in die Gegner reingehst. Moin Blase, ich bitte dich. Naja, im Endeffekt 2 Kills für die Rocks Tigers. Ein Turm, den sie auf der Botlane dadurch auch noch zwingen konnten, was natürlich eher der wichtigere Aspekt ist, denn den Drachen konnte man trotzdem auf der Seite von ESC sichern. Der Drache sehr, sehr wertvoll als zweiter Mountain Drake. Also da auf jeden Fall nicht ganz so schlecht für sie, dennoch der Trade, denke ich, wird den Turm zusammen ein bisschen besser. Die Tigers, die natürlich dann auch mehr Druck auf die Map aufbauen können. Wenn du selber keinen Druck aufbauen kannst, wird es doch schwierig, diese Mountain Drakes später effektiv nutzen zu können. Mittlerweile so ein paar kleine CS-Unterschiede. Das ist aber normal. LeBlanc wird halt sehr, sehr gut unter den Turret gedrückt, da sie nicht so viel Wave hier zur Verfügung hat. Sie jetzt aber auch mit dem Abyssal aufgestellt. Das Abyssal immer so ein schöner Power-Spike, wie dich als AP-Assassin in Nase spielt. Denn du halt selber mehr aus gegen ihn und kannst halt trotzdem mit sehr, sehr starken und dominanten Schaden glänzen. Auch Asi sollte überlegen, nachdem er jetzt in Richtung der Schassaden gegangen ist, schnellstmöglich auf den Abyssal zu gehen, denn er wird die nötigen Magieresistenzen brauchen, um nicht von Kuro später gewonshottet zu werden.
Der ist ein absolutes Muss für ihn. Auch Snap natürlich eine Gefahr. Versucht immer an ihm dran zu bleiben. Brady gestunt. Der ist kompletter Shane-CC drin. Wird sofort mit dem Arrow gestunt und kann abgeholt werden. Der Tower Dive ist da. Key versucht nochmal alles rauszuholen. Aber allerdings, er muss auch sterben. Blaster geht auch nochmal rein. Ist super, super low. Ein Kill kann man jetzt auf Gorilla bekommen. Aber hier auch der Kill. Wir haben es eben schon gesehen. Blast war einfach zu low. Unterm Turm. Stück für Stück. ESC, was ist da los? Also hier wirklich noch nicht auf der Höhe. Man hat das Gefühl nach dem Gähnen, das man da vorhin gesehen hat. Ich glaube, Blast war derjenige, der vorhin auch gegähnt hat. Dass man da noch nicht so ganz wach ist. Musst du halt einfach aufpassen. Dann sehen wir es nochmal. Crazy ist noch alles andere als tanky. Wird halt einfach von der Kuppel gestunt, wird vom Arrow gestunt. Der Kuh ist natürlich auch zur Stelle. Ist auch wichtig, dass man danach unter dem Turm fighten kann. Aber Key, guck mal, das ist auch alles andere als tanky. Das Game ist noch in einem viel zu frühen Stadium. Gorilla kann man zwar abholen, aber dafür drei Mann zu opfern. Und das unterm eigenen Turm ist schon ziemlich bitter. Also hier ist sie, ist gerade ganz schön hinterher. Wir müssen sehen, dass sie da noch das Beste draus machen können. 5 Kills mittlerweile abgegeben. Einen bekommen natürlich, aber wenn du den Support bis töten kannst, ist das immer so ein bisschen den Kopf auf Meisenstein. Also Vorsicht geboten. Das war auch sehr, sehr eindeutig bisher. Also die Kämpfe, die genommen wurden, wurden bisher von den Nox Tigers schon sehr, sehr prägnant dominiert. Ich hoffe, dass das ESC gleich noch den Weg ein bisschen besser reinfindet. Denn sie haben das Problem, dass bei ihnen quasi ja, zwei Mann, beziehungsweise zweieinhalb Mann, also gutes Late Game skalieren. Oh Gott, Smap. Du musst aufpassen. Ultimate ist gezogen. Flash hat er auch noch zu Not zur Verfügung. Die Kuppel sitzt sehr, sehr offensiv. Kann ihm da nicht raushelfen. Aber er ist mobil genug und jetzt ist vor allem Kuro noch unterwegs. Blast wird er komplett aus dem Leben radiert. Und jetzt muss auch Crazy zusehen, wie er wegkommt. Und was ist die Antwort? Nämlich er kommt nicht weg. Kuro ist sehr, sehr schön rotiert. Man hat keine Sicht gehabt. Und er kommt einfach dazu und eliminiert komplett die zwei Member von ESC aus dem Leben. Und man sieht halt einfach, Smap ist super mobil, kann die lange kiten, kann viel Zeit gewinnen und hat trotzdem noch relativ viel Schaden auf dem Tacho. Die nächsten zwei Kills jetzt hier für die Rocks Tigers. Da, also ESC hat gerade Probleme, sich zu fangen. Die geben ja Kill nach Kill gerade ab. Das ist halt schwierig. Wenn du in so einer Situation erstmal gefangen bist, musst du dich halt sehr, sehr ruhig und sehr, sehr konzentriert wieder fangen können. Momentan hat man halt so den Eindruck, dass es nicht möglich ist. Hier einmal Loke schön aufgepasst, wird aber genockt ab. Also Gorilla sehr, sehr aggressiv unterwegs. Loke muss die ganze Rotation von LeBlanc entgegennehmen. Shade trifft nicht. Dementsprechend kann er sich nochmal lebend rausziehen. Oh je, Mine. Oh je, Mine. Mein liebes Team Ever. Ihr scheint, ihr habt ein kleines Problem und ihr schwant. Ihr müsst euch da wirklich jetzt ein bisschen mehr, vor allem in Richtung Sicht vorarbeiten. Wenn man so ein bisschen auf die Karte guckt. Klar, die ein oder andere Wort steht da für ESC, aber die ein oder andere Wort ist immer nicht genug. Wir haben vielleicht zwei, drei Wards gerade für ESC zu stehen, da wurde jetzt noch eine Pink Ward platziert, um den eigenen Dschungel besser abdecken zu können. Der Botlane-Turm, der früh gefallen ist für diese Sachen, hat das natürlich auch ausschlaggebend dafür, dass da dieser nächste Double-Kill fallen konnte, wenn man halt einfach keinen Rückzugsort hat. Und an der Stelle, wo der Bot-Turm quasi weg ist, ist es natürlich auch schwierig, den eigenen Jungle noch komplett sichern zu können. Jetzt hier die ersten Ansätze, da selber Sicht reinzubringen. Bisher wirklich, denke ich, das größte Problem von ihnen, die Kontrolle, die Spielkontrolle über die Sicht zu integrieren. Ich denke, die Rocks Tigers werden jetzt auch sehr, sehr aggressiv den nächsten Drachen forcieren wollen, der in 13 Sekunden spawnen wird. Also sie hier, denke ich, in den Teamfights gerade besser aufgestellt. Es wird ein Ocean Drake sein. Quasi Mana und Lebenregeneration extra obendrauf für alle aus dem Team. Ich denke auch nicht, dass da irgendeine Möglichkeit besteht, wie es sie gerade diesen Drachen zu contesten. Den müssen sie wirklich weggehen lassen. Renekton fängt jetzt langsam an, in die Richtung Tank zu gehen. Smap ist viel zu tanky für Blast. Er trifft zwar die ganze Rotation, aber das stört Smap relativ wenig. Der mittlerweile auch viele Resistenzen, vor allem auch Leben am Start hat. Renekton jetzt mit Tiamat am Start. Ist quasi so dieses Core-Item, das du auf Renekton immer ganz, ganz schnell haben möchtest. Hält ihn zwar eine Weile squishy, aber es ermöglicht ihm halt, Wave-D zu haben und Auto-Reset zu haben. Und Renekton funktioniert dahingehend ähnlich wie Shyvenna. Das heißt, er hat quasi auf seinem B-Spell extra Auto-Hits, die halt auch alle diese Tiamats und später auch die titanische Hydra, die es, denke ich, werden wird, triggern können. Man kann halt aber auch überlegen, in Richtung Ravenous zu gehen. Allerdings ist das eher die unübliche Variante auf Renekton. Denn du möchtest deine Resistenz und das maximale Leben vor allem ausnutzen. Renekton ist als einzige Glaskanone meist ziemlich unnütz. Blast, du hast zwar noch Flash, aber pass auf, wie sehr, sehr schön von Brom die Ultimate einfach umgelenkt und auf Key und auf Loken gecastet. Die geraten in eine kleine Bedrängnis-Situation. Allerdings
ohne Probleme können sich wieder lösen. Mit dem Tarik Ultimate im Endeffekt kann bloß der Kill auf einen Fall. Aber Smap, da ist er, der will sich auch Ki rausnehmen, kriegt ihn aber nicht. Versucht auch noch Blast zu kriegen, aber er kriegt keinen von beiden. Muss sich da sofort wieder zurückziehen. Also Blast ist hier, glaube ich, gerade ein bisschen sauer. Der hat versucht, noch einen zumindest von beiden zu kriegen. Keine Chance, da ranzukommen. Kann sich aber dennoch zurückziehen. Natürlich auch sehr, sehr tief gerade von ihm vorbewegt, wenn man überlegt, dass nochmal der TD2-Turm dort steht und er quasi schon in oder hinter diesen Inhibitor-Turm dived, ist das schon eine ganze Menge. Sehen wir es mal. Das ist ein extrem intelligent Gorilla, der halt nicht die Spinne fokussiert, sondern sofort auf Ki und Loken umschwert. Gorilla muss zwar eine Menge Schaden entgegennehmen, kommt da aber im Endeffekt raus und Loken muss halt die ganzen Bursts entgegennehmen. Ki hat da sehr, sehr frühzeitig seine ultimative Fähigkeit schon benutzen müssen, um beide unsterblich zu machen. Kommt abends der Flash im Endeffekt raus. Also hier muss ich wirklich sagen, Gorilla, die Ulti war echt, echt schön zu sehen. Dass man halt sagt, alles klar, Elise kann eh in den Repel reingehen. Wir holen uns einfach die anderen beiden. Egal, wer den Call gemacht hat, wunderschön gespielt für den Rocks Tigers. Wunderschön gemacht. Goldvorsprung jetzt von 8000 Gold, der erwirtschaftet werden konnte. Und das muss man sagen, bei 20 Minuten 8000 Gold Vorsprung zu haben, ist schon eine ganze Menge. Wir hatten gestern ein ähnliches Spiel in EU, wo Schalke quasi komplett durchrasiert hat und auch schon nach, ich glaube, es waren 15 Minuten 7000 Gold Vorsprung hatte. Und ich auch wieder dachte, Jungs, was ist denn da passiert? Auch der Elise. Der gute Gilius, der da komplett durchrasiert hat. Allerdings in diesem Spiel hier momentan ein sehr, sehr unausschlaggebender Faktor. Versucht jetzt auch ein bisschen Richtung Tank zu kommen. Armor wird auf jeden Fall gerade aufgebaut. Allerdings die Frage ist, ob du halt wirklich schnell genug jetzt Resistenzen aufbauen kannst, um den wachsenden Schaden quasi von Rox Tigers entgegenzutreten. Und wenn wir einfach mal die Goldwerte auf jeder Lane vergleichen. Die Top-Lane liegt im Farm vorne, hat eine richtig schöne KDA. Der gute Graves hat den Jungle komplett outfarmt. Auch er an 6 Kills bereits beteiligt. Midlane ist die einzige, die im Farm ein bisschen hinterherhängt, was aber normal ist in dem Matchup. Und auch da ist 13 CS jetzt nicht wirklich viel. Auch Ashe kann damit ein bisschen Farmvorteil glänzen. Also bei Rocks Tigers momentan alle Lanes vorne. Und damit auch alle Möglichkeiten gegeben, dieses Spiel hier an sich zu reißen. Oh Gott. Das ist halt wirklich nicht mal knapp. Loken ist halt wieder out of position, wird komplett mit dem CC aus dem Leben genommen. Der Arrow natürlich eine sehr, sehr schöne Eigenschaft, die du nutzen kannst. Wenn du erstmal vorne bist im Spiel, dann könntest du wahrscheinlich gerade jeden catchen aus dem gegnerischen Team. Tarik ist die einzige Chance, die sie so ein bisschen haben, um das Ganze ja ein bisschen auszugleichen, um zu sagen, alles klar, jemand wird engaged von uns, ich sehe einfach Tarik Ultimate und er kommt eventuell noch raus. Man muss aber bedenken, der CC kommt halt trotz Tarik Ultimate immer durch. Also dahingehend schwierig momentan, sich irgendwie zu wehren gegen die Rocks Tigers, die jetzt halt den absoluten Snowball haben. LeBlanc und Ashe sind dafür perfekt geeignet. Und der Snowball, der ist gerade im Rollen. Der Schneeball wird immer größer und größer. Und ich muss sagen, ich sehe ein bisschen schwarz gerade, dass die zwar zwei Drachen haben, die sie aber überhaupt nicht handeln können. Und auch keinen Nutzen haben. Man muss sich halt auch einfach mal diese Spielsituation vorstellen. Also die Rocks Tigers momentan haben nicht mehr ein Problem damit, für die Tower Dives zu gehen. Bewegen sich da immer sehr, sehr tief, aber sehr, sehr kontrolliert. Also es wird für sie bisher nicht wirklich knapp. Support der einzige, der so ein bisschen gefeedet hat bisher, aber auch der eine Kill ist dann nicht so relevant. Gorilla stört Blaze auch erst eher wenig, hat man so wirklich das Gefühl. Der geht einfach rein, der face-checkt einfach, nur um eine Ward zu stellen. Also er da auch schon sehr, sehr aggressiv unterwegs. Ja, auch schwierig. Ihr müsst bedenken, LeBlanc, die kann jetzt einfach schon mal reinspringen mit dem B. Castet einfach nur Q und R. Und wenn quasi die beiden Siegel schon Gegner treffen, hast du meistens so mindestens 50% der Ziele runtergeburstet. Kommt immer so ein bisschen drauf an, wer es ist. Ob es Renekton ist, der halt ein bisschen mehr aushält. Oder Elise, die halt auch schon. Ja, wobei bei Elise halt keine Magic Resist. Aber so ein guter Lucian, halt mit dem Korean-Bild vor allen Dingen, der jetzt erst einen Page hat, der wird momentan von Kuro komplett rausgenommen. Und Kuro, der heute eingewechselt wurde für Crime, macht seinen Job bisher auch sehr, sehr gut. Dann geht das Spiel, das schöne Spiel von ihm. Jetzt der Nasher, der auch ohne Probleme angegangen wird. Das war zu erwarten. Der Drache wird auch in 10 Sekunden spawnen. Auch den wird sich wahrscheinlich noch Rocks Tigers gönnen.
Und danach wird es zu einer Siege-Situation kommen, wo einfach wahrscheinlich mehrere Lanes gleichzeitig belagert werden. Das wäre zumindest das, wie sie es in der Theorie runterspielen sollten. Das Map, der seinen Teleport bereit hat, geht auf Top-Lane. Währenddessen gehen halt vier Mann auf die Bot-Lane. Vor allen Dingen haben sie die Möglichkeit, mit dem Nash jetzt auch lange zu belagern. Denn sie haben halt diesen Seedrachen, Meeresdrachen, diesen Ocean Drake, der ihnen auch noch die nötige Regenerationskraft verleiht, um lange vor der Basis des Gegners sich aufhalten zu können. Also hier habe ich gerade so ein bisschen Déjà-vu zu gestern. Denn auch SKT hat gestern ziemlich souverän durchrasiert, muss man wirklich schon sagen. Haben da gar keine Chance gelassen. Ich glaube, alles, was gestern gegen SKT erwirtschaftet wurde, waren zwei Türme und ein Drache, die halt alle nur durch den Laneswap bedingt gefallen sind. Ansonsten haben sie wirklich nichts, und mit nichts meine ich gar nichts, abgegeben. Denn auf Tigers bisher auch bisher eine Kill, die sie abgeben mussten. Auch der Turm halt bloß durch den Laneswap bedingt, der eine Drache. Also sie hier sehr, sehr gut aufgestellt. Mittlerweile auch mit 13.000 Gold Vorsprung. Und sind wir mal ehrlich, bei 24 Minuten 13.000 Gold ist halt im Bonus-Map. Den stört das überhaupt nicht. Vier Mann. Alles klar, ich flash einfach raus. Ich gehe weiter. Champ jetzt ohne Flash am Start. Währenddessen vier Mann auf dem Botlane. Und genau deshalb spielt man den Split-Push so. Du brauchst halt ultimativ viel, um das Map hier gerade rausnehmen zu können. Währenddessen reißt man unten einfach die Botlane komplett ein. Das gleiche Spiel kann man jetzt machen, indem man dann die Midlane rotiert oder man eliminiert Key einfach komplett, der halt von dem Arrow getroffen wird und keine Chance hat, sich da irgendwie zurückzuziehen. Bray wird jetzt angegangen. Allerdings, da sind noch genug von seinen Freunden am Start quasi, um dort das Culling abzufangen. Jetzt die Rotation auf die Midlane. Der Ocean Drake hilft dir dabei. Alle zwar ein bisschen angeschlagen, haben aber die Regenerationskraft zur Verfügung. Und Smap, der bleibt einfach oben auf der Top-Lane und pusht da weiter und weiter. Temp muss jetzt auch aufpassen. Die nächsten 20 Sekunden sind für ihn super gefährlich und crazy. Der bleibt einfach gegen drei Mann unter dem Turm und denkt sich, das kann er machen. Und im Endeffekt schafft das da nicht rauszukommen. Sondern wird abgeholt. Map super low. Kommt mit der Ultimate zurück. Muss nicht sterben. Rocks mal rennen jetzt einfach. ESC. Tarik Ultimate kommt. Logan kann da sehr, sehr aggressiv gehen. Hat aber keine Tarik Ultimate auf sich drauf. Blaze kann dafür umso tiefer gehen. Crew in Gefahr. Kann sich gerade noch so knapp beziehen. Wird aber vom Elise Flash komplett eliminiert. Map muss laufen. Ist aber auch mobil genug. Also hier wird man wahrscheinlich mit dem Rest davonkommen können. Temp noch immer auf der Reise. Allerdings, Prey ist ein bisschen zu schnell für ihn. Smap hat kein Mana mehr. Peanut hat auch kein Mana mehr. Bless allerdings auch nicht. Also hier wirklich alle ohne Mana am Start. Prey muss ein bisschen aufpassen. Der nächste Sand da wird knapp. Peanut versucht das Ganze zu turnen mit einem aggressiven Flash. Aber Bless holt sein Mate da oben ab. Jetzt muss Peanut auch zu sehen, dass er wegkommt. Oh, der Stunt kommt durch. Elisa hat keine Mana-Kosten, wenn sie in der Spinnenform ist. Und Temp steht noch da hinten. Peanut bei Lieber. Du bist tot. Du wirst ja nicht rauskommen. Also hier nochmal schöner Turn von ESC, die halt mit dem Tarik Ultimate sehr, sehr aggressiv in den Tiefwald reingehen konnten. Hier sehen wir es nochmal. Crazy hat natürlich schon viele Cooldowns bekommen. Den Turm ignoriert man zuerst komplett. Wichtiger scheint der Killer Crazy zu sein. Der Turm, der da oben steht, wird einfach mal stehen gelassen. Und jetzt kommt nämlich die wichtige Stelle. Das geht raus. Jetzt turnen sie alle. Tarik Ultimate kommt. Und mit dem Tarik Ultimate kann man halt seine 2 Sekunden einfach in die Gegner reinlaufen quasi, ohne dass sie dich irgendwie traden können, ohne dass sie dich damagen können. Und diese 2 Sekunden Schaden, die man umsonst bekommt, die sind dafür sehr, sehr relevant. Natürlich das Mana, das den Rocks Tigers da fehlt, auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Der Arrow hätte fast den Drake, würde ich sagen, den Red Buff gestealt. Beim Arrow auch immer sehr, sehr interessant, denn er selber kann keine Minions treffen, kann auch keine Jungle Camps treffen, aber wenn er quasi an einem Ziel explodiert und seinen AOE-Effekt quasi auslöst, auch dann kann er Jungle Camps kriegen, wenn die sehr, sehr low sind. Das ist auch wirklich mit dem Arrow mal so ein Stil zu vollziehen. Aber hier ein schönes Tor geschossen von ihm. Auch wenn er nicht zu Schalke gehört. Und im Endeffekt haben sie jetzt ihre 4 Kills bekommen, was natürlich schön ist, da du nochmal so ein bisschen Mut und Hoffnung auch schöpfen kannst. Aber die 13.000 Gold Unterschied bestehen weiterhin. Und vor allem die 7 Türme Unterschied bestehen. Es ist immer schön, wenn du Kills bekommst. Aber die Kills als solches sind gar nicht das, was es so wertvoll macht. Sondern es sind die Gesamtsituationen, aus denen man noch Türme kriegen kann. Aus denen man Drachen bekommen kann. Aus denen man Nasher bekommen kann. Oder auch nicht das Ziel, das du hier eigentlich angehen möchtest. Das ist natürlich schön. Mit der muss ich jetzt erstmal zurückziehen. Dennoch willst du natürlich lieber den Carry eliminieren können. Den Evitor liegt ja noch vollkommen frei. Die will man natürlich haben. Rocks Tigers, ja, sehe schon ihren gierigen Blick. Dennoch ist ESC nicht zu unterschätzen. Loken ist zwar weit hinten im Spiel, hat aber ein Bild, das ihn auch sehr, sehr früh schon effektiv werden lässt. Also hier mit Black Cleaver und Jumus sehr früh und trotzdem effektiv aufgestellt. Das merkt man auch. Kuro, die Kette geht komplett daneben. Crazy versucht ein bisschen aggressiver sich zu bewegen, wird aber komplett CC'd. Kommt nicht in den Gegner rein. Also seine ultimative Fähigkeit wurde hier komplett verschwendet. Die könnte wichtig sein für den nächsten Kampf.
Das muss man ohne auskommen. Ken versucht seine Reichweite auszunutzen. Bless jetzt mit einem aggressiven Stun auf Peanut. Gorilla ist schon ziemlich angeschlagen. Kommt nicht raus. Tarik Ultimate ist da. Crazy lebt einfach, weil er die ganze Zeit das Tarik Ultimate hat. Aber das Problem ist Ash. Der Prey, der räumt einfach auf. Und diesmal lassen sich Rock Tigers nicht lumpen, sondern churnen das Ganze, machen den Deckel auf den Top. Und damit ist das Game auch schon vorbei. Also hier nochmal 5 gegen 1 getradet, das saubere Ace geholt. Das war auch zu erwarten. Bei 13.000 Gold Unterschied, mittlerweile jetzt 16.000 durch das letzte Ace. Da kannst du halt nicht mehr großartig gegenhalten. Die Versuche waren da.